In der letzten Folge. War Karban besoffen? Das kannst du so nicht sagen. Er hat eventuell ein oder zwei Schnäppchen getrunken. Das war aber auch, mehr hat er auch eigentlich gar nicht gehabt. Er kann sehr viel Alkohol ab und zu viel hat er nicht getrunken. Das ist halt sogar richtig, weil letztes Mal, das war das Problem, dass er nicht besoffen war. Flumido, du lügst schon wieder hier. Mhm. Alles gut, naja, besser, wenn ich schon betrunken bin. Er hat sich andere Sachen in den Kopf gehauen, um sich vom Alkohol abzulenken. War das der Age is Good Tag? Ich erinnere mich da an BTL, Bliss. Na gut, dann möchte ich mich mal für letzte Woche entschuldigen. Natürlich ist es nicht in Ordnung, im Internet zu sagen, dass Heroin gut ist. Heroin ist sehr gut. Bitte. Das weiß doch jeder. Bin mir manchmal nicht sicher. Ja, wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man es probieren. Und Karban hat jetzt Herzprobleme. Herzschmerz hat er, ein gebrochenes Herzchen. Das liegt alles an meiner verlorenen Liebe. Ja, an Freya. Die Liebe deines Lebens. Ja, sie war schon. Und danach trat Roger in dein Leben. Danach ging es eigentlich nur noch bergab. Das stimmt. Das stimmt. Aber du hast jetzt eine neue Cyberware. Ja, ich bin richtig cool. Ich bin der coolste in der Stadt. Also ich bitte euch. Das stimmt. Du wolltest dich besoffen operieren lassen. Also du warst doch. Also nee, nein, nicht ich war so nicht richtig. Das. Stimmt, das war ja das Problem. Das war ja das Problem. Ja. Naja, nüchtern, du hast also gerade dein Nova Coke abhallen lassen und hast. Ja, okay. Nehmen wir das mal nüchtern. Das war nüchtern. Definitiv war das nüchtern. Mhm. Ja, stimmt, der hatte nichts gegessen. Ja, stimmt. Und Novacook war es auch nicht, weil Novacook war schlecht für mich. Nee, stimmt, das war irgendein anderer. Nee, Novacook war erst nach der OP schlecht für dich, nachdem dein Herzchen schon kaputt war. Vorher hast du Novacook benutzt, um. Vorher habe ich Blitz benutzt. Nee, BTLs hast du benutzt. BTLs hast du mit Blitz, BTLs genau. Auf den Tisch gelegt. Ja, stimmt, BTLs. BTL war der gute Stuff zur OP. Ja, ja, ja. Also ich bitte euch, ich mache das wenn schon denn schon mit Stil. Das stimmt. Man findet weniger viel Stil, als sich selbst einzupissen. Während das Gehirn geschreddert wird. Das stimmt. Siehste, Karban hat einfach nur noch nicht verstanden, wie das geht. Du musst dich so zerstören, dass es nicht jeder sofort mitkriegt. Ja, das ist aber langweilig. Ich meine, das könnte ja jeder machen. Das kannst ja selbst du. Das stimmt. Alter Schatz, feier dir, Junge. Was? Ich dachte, ich hätte es endlich geschafft, dass ihr euch gegenseitig ein bisschen attackiert, aber es wird nichts mehr. Oh, nee. Die Liebe ist zu stark. Ja. Zwei Herzen im Gleichklang. Ja. Naja, meins ist ein bisschen aus dem Klang raus halt, weil ich habe jetzt ja Probleme damit. Nee, das ist okay, denn das ist ja nur... War ja auch auf Spieleebene. Achso, ja klar. Und außerdem ist Karbans Herz ja viel größer und deswegen müsste es eigentlich langsamer schlagen als Jojos und deswegen ist das okay, wenn das jetzt anders ist oder so. Das stimmt. Wenn du das sagst. Na, du weißt doch, kleine Säugetiere haben viel höhere Herzfrequenz als größere Säugetiere. Hm. Ergibt Sinn, ja. Schön. Schön, schön. Viel Spaß und bleibt high. Jupp. 12. Juli, es ist schon wieder Sommer. Immerhin schön warm, würde ich sagen. Das stimmt. Jetzt kommen wir nicht mit zu warm. Nee. Habe ich schon mal gesagt, dass ich müde bin? Ja, ne? Ja. Ich kann das wohl ganz nachvollziehen. Gut, plus mein Kopf funktioniert dann immer nicht mehr. Hier steht zum Beispiel, guck mal, ihr hattet doch irgendwann und so weiter und jetzt aber ist es dann so. Ach so. Ganze Sätze, Mann! Also in jedem und dann, also, der Aztec-Dude. Mhm. Hatte vergessen, was ihr ausgemacht hattet, aber ihr erfahrt auf die ein oder andere Art, das wird vermutlich Proto sein, dass er sich ja mit euch träfe, bald, und zwar in den nächsten 2 Tagen. Und zwar in hier, ne? Also und dann... Ach so! Klar, da!
Das gibt voll viel Sinn. Sollen wir uns überlegen, diesen Spielabend an dieser Stelle abzubrechen, damit du dich schlafen legen kannst und wieder in ganzen Sätzen reden? Jetzt halt mal die Schnauze. Es verhält sich nämlich so. Nee, das war, wir hatten doch, Danny war in irgendeinem bekackten, in Josh Neue gibt's doch unendlich viele. Auf. Wohnhäuser, die teilprivatisiert sind und teils extraterritorial sind. Das war das erste Verb. Das ist nicht richtig. Und so weiter. Und dann ist es nämlich so, ich mach das jetzt übrigens mit Absicht. Ich hoffe, das nervt dich auch angemessen. Ich meine, du kennst das nicht. Den Zuschauern ist es egal, denn so ist es 90% aller Outrin. Also. Und dann auch gern in der Mitte. Dort also will er euch sehen und er hat ja schon gesagt, dass er einen Run zu verteilen hat und ob er Bock habt und er hat ja, genau, er hat euch doch sogar schon was in Aussicht, hat er euch schon was in Aussicht gestellt? Die Antwort wird sein, kann ich bitte eine genauere Webbeschreibung haben, wo ich hin soll? Ja, er hebt ja eine genauere und dann hier, da ist dann und das Haus. Es ist ein Wohnhaus. Und auf 24. Stock liegen ist er bei Krapotke. Brechen Sie ganze Sätze, Mann! Schön, dass wir das also nochmal erklärt haben. Also dann in 2 Tagen, hier um 14 Uhr. Ich melde mich ab. Jo. Ich melde Gaban mit ab. Sehr gut. Wir fahren dahin, sodass wir pünktlich sind. Schön! Ihr geht da unten rein und so weiter und dann hoch, links, rechts, oben, dann da, und hier seid ihr da. Ihr klingelt da, Typ macht euch off. Es ist eine Wohnung, die ihr tragen wird von einem, nennen wir es mal, Altweiber-Rosa. Und da sind auch viele Blumen. Auf Kissen zum Beispiel, von denen es auf der Couch so viele gibt, dass sich keiner mehr setzen kann. Es stellt sich erneut die Frage, warum Couches Kissen haben. Es ist mal, muss so ein Weibereinfall sein, der bis heute nur dazu da ist, die Männer zu strafen. Außerdem gibt's Mettbrötchen auf dem Couchtisch davor. Er sitzt dann, er setzt sich dann erstmal in den Sessel und bietet euch ein Plätzchen an. Damit meine ich einen Platz und keine Kekse. Wir setzen uns. Ich setze mich. Ich tue so ein paar Kissen an die Seite und setze mich dann auf. So. Es ist eher so, als würdest du eine ganze Reihe von Kissen wegschaufeln müssen. Ja, ja, das ist okay. Vermutlich unten auf die Katzenstatuen aus Porzellan. In die Nähe davon. Ich meine nur, die Wohnung sieht aus. Ja, okay, nee, ich dachte gerade, das wären irgendwelche wichtigen Katzenstatuen von Aztec, aber das sind wahrscheinlich keine wichtigen Statuen. Tatsächlich gibt es dort woanders. Nee, es gibt nicht mal einen Schrein. Okay. Versager. Schön, dass ihr es einrichten konntet. Immer wieder gern. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was wir das letzte Mal schon besprochen hatten. Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen? Nicht viel. Nur, ob wir irgendwann nochmal Zeit haben, Dinge zu erledigen. Dir einen Gefallen zu tun. Ich bin mir sehr sicher, dass wir sogar schon darüber gesprochen hatten, dass ich jemanden kennengelernt habe, mit dem wir dann Lieferungen kennzeichnen, bestimmen und unter Umständen Details austauschen können. Ja. Gut, das hatten wir schon. Das macht vieles einfacher. Es geht um eine Art. Ja, es geht um eine Ermittlung in einer unserer Töchter, die aber als Strohfirma fungiert. Das heißt, dass dort auch nichts zu wissen ist über irgendwelche Normen und Richtlinien und Gebräuche, die bei Aztec sonst so zum Teil irgendwie Usus sind, sondern es ist einfach ein ganz normaler kleiner Konzern, in den ich euch reinbringen könnte, je nachdem wie ihr wünscht, entweder als eine fremde Firma, die dort etwas untersucht, oder auch als einfache Mitarbeiter. Würdet ihr dieses Geschäft soweit annehmen? Na, mit reinbringen ist gemeint, wir kriegen IDs und alles gestellt.
Alles. Ihr bekommt dort vollen Zugang, je nachdem, wie ihr ihn wünscht. Und das hier ist über die Mitarbeiter und weiß ich nicht, woanders können wir dann da alles abrufen. Das könnte dort alles abrufen, ja. Und Jojo schaut in Richtung Kaban. Das klingt doch gut. Ja, denke ich auch. Zusätzliche Bezahlung würde ich bei 4.000 pro Kopf ansetzen. Und wie ich bereits gesagt hatte, also ich kann unter Umständen Waren anbieten, die halt deutlich mehr wert sind. Aber ja, das können wir dann immer noch klären, denke ich. Mhm. Schön. Es handelt sich um Nutri-Farms, habt ihr sicherlich schon mal eingekauft, sicherlich auch nicht nur einmal. Ihr werdet sicherlich nicht viel darüber wissen, es ist ein Agrarkonzern ohne Einstufung. Was heißt Agrarkonzern? Agrar- und weiterführende Lebensmittelverarbeitung. Keinerlei Verbindung zu uns, die irgendjemanden auffallen sollte, der sich nicht wirklich sehr, sehr, sehr stark damit beschäftigt. Euer genauer Ort des Runs wäre ein Büro in Sokol. Das ist ein Hochhaus mit 130 Etagen, aber nun einer davon sitzt unsere Firma. Dort wird hauptsächlich Vertrieb, Logistik, Planung und Überwachung von Lieferungen gewährleistet, Kundenbetreuung, Überwachung nicht im Sinne von Sicherheit, sondern einfach, dass das alles mit den Zeiten klappt und so weiter. Dass da die Lieferkette nicht unterbrochen wird. Zurzeit werden dort vor allen Dingen Alkoholiker und Derivate gemanagt. Arbeitszeit ist von 8 bis 21 Uhr. Ich hoffe, ihr haltet das durch. ihr habt Pausen, beziehungsweise ihr habt eine Pausenzeit von 1,5 Stunden, die ihr euch dort frei wählen und einteilen könnt. Die müsstet ihr halt dann immer per Knopfdruck quasi eure Pausenzeiten bestimmen, ne? Es gibt alle 10 Etagen 5 Wachmänner, leichte Bewaffnung und Panzerung. Polizei ist in 10 Minuten da. Könnte gut sein, dass ich vielleicht ein bisschen dass die Wachmänner vielleicht von Jaguar Security sind. Also da habe ich relativ guten Zugang. Aber da ich nicht weiß, wer dort alles mitmischt bei irgendwelchen Sachen, würde ich das nur einsetzen wollen, wenn ihr es wirklich braucht, den Zugang. Wir wissen, dass dort höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten irgendeine Art Run oder irgendeine Art Sabotage oder irgendeine Art Datendiebstahl, irgendwas geplant ist. Und eure Ermittlungen beziehen sich darauf, entweder massive Sicherheitslücken, die ihr erkennt, zu schließen oder eventuelle Maulwürfe zu finden. Ihr müsst dann die nur melden. Wir werden während des ganzen Dings so viel Kontakt haben können, wie wir wollen. Natürlich, wenn ihr als Mitarbeiter reingeht, undercover reingehen wollt, dann könnt ihr nicht sonderlich viel mehr Pausen zum Beispiel einlegen oder außerhalb des Protokolls irgendwelche Dinge machen. Das ist klar, denke ich. Na, die Frage ist, können wir theoretisch als normale Mitarbeiter reingehen und gegebenenfalls sollten wir das Gefühl haben, dass es notwendig ist, einfach uns zu erkennen geben, um damit wir mehr Zugang bekommen. Ist natürlich das möglich? Natürlich, natürlich. Ich habe ein paar Firmen, die solche Aufträge normalerweise annehmen und ich habe da Mitarbeiter-IDs fertig für euch, die auf jeden Fall 2 Monate halten sollten, mit Bildern, mit allem dabei, ist eingetragen, dass du Magierin bist. Einfach auch deswegen, weil so ein Duo meistens einen Magier dabei hat, wenn es eine hochklassigere Ermittlung ist. Das macht, denke ich, vieles einfacher. Mit allen möglichen Lizenzen und allem möglichen Steuerklasse, das ist eigentlich alles dabei. Okay, sollten wir uns am Anfang entscheiden, undercover reinzugehen, ist das ein Problem mit der Magie? Also nein, das sollte niemand feststellen können. Ich habe da auch was fast fertig. Ich habe auch 2 Leute rausgeschmissen, damit ich eventuell Platz für euch habe. Und das wird keiner feststellen können. Steht aber dort nicht drin, dass du Magierin bist, also solltest du dort nichts machen. Es ist jetzt nicht notwendig, nicht möglich, dass wir quasi sagen, wir gehen undercover rein und holen uns dann
irgendwie auch während der Arbeitszeit Zugriff auf irgendwelche Sachen, oder? Ihr könnt natürlich undercover reingehen und dem Chef euch als Ermittler offenbaren. Die Sache ist dann natürlich nur, dass ihr dann nicht den Undercover-Vorsprung gegenüber dem Chef habt. Ich weiß halt nicht, ob der mit drin steckt oder so. Deswegen macht das was schwerer. Was gibt es denn da für wertvolle Assets, die geklaut werden können? Hauptsächlich ist dort ein relativ hochwertiges Gerät, das Kontakt sicherstellen kann zu anderen Büros, zu anderen Gebäuden. Die Kommunikation ist natürlich relativ gut verschlüsselt über Satelliten, super zuverlässig. Es ist also ein relativ hochwertiges Gerät. Es ist aber auch andererseits eine Möglichkeit, sich in die Kommunikation aus der Ferne einknicken zu können und dann dort irgendwelche Dinge zu manipulieren. Ist da, also wenn ich das richtig verstanden habe, wird da die Logistik geregelt. Das heißt, es ist auch möglich, oder die Logistik wird da vermutlich auch über hochwertigere Waren geregelt. Das heißt, Transporte hochwertigerer Waren, die man eventuell abfangen möchte. Nein, es werden keine hochwertigen Waren geregelt. Nutrifarms hat keine hochwertigen Waren, aber sie haben sehr, sehr viele Waren, die täglich verschifft werden. Und wenn man in verschiedene Kunden löscht, dann müssen wir an verschiedene Kunden Strafen zahlen, weil sie ihre Waren nicht bekommen haben. Dann müssen wir erst wieder unsere Anwälte anrufen. Das kostet uns Geld. Also man kann Sabotage dort sehr gut betreiben, auch wenn es nur ein kleines Büro ist, die schon spürbar ist. Es ist nicht so, dass dort Hunderttausende von Yen Schaden entstehen werden und es ist nicht so, dass dort die erwachten PK-Nüsse ausgeliefert werden, aber es läppert sich halt, wenn man es gut anstellt. Okay, das heißt, es ist nicht sinnvoll, da irgendwas abgreifen zu wollen, außer möglicherweise der Kommunikationsanlage. Man kann sich in irgendwelche Kommunikation einklinken, die Art der Kommunikation, die für andere Leute wirklich interessant sein könnte, kriegen wir vermutlich nicht. Inwiefern? Er findet dort irgendeine Kommunikation statt, die außerhalb, also ich sag mal so eine kleine Firma zu nutzen, um da auch Kommunikation drüber laufen zu lassen, die vielleicht mit anderen Bereichen zu tun hat, als dem eigentlichen Sinn dieser Firma, ohne dass die Leute dort das wissen, würde sich ja schon mal anbieten und das vor allen Dingen zu einem sehr, sehr interessanten Ziel machen, außerhalb von Sabotage. Ja, das wäre durchaus denkbar. Daran hatte ich nur tatsächlich noch nicht gedacht. Ich weiß nur nicht genau, was du meinst mit, ob ihr darauf Zugriff bekommt. Wissen, was für, ich sag mal, Schattenkommunikation möglicherweise über diese Firma oder über dieses Gerät oder wie auch immer läuft. Wer Sender ist und wer Empfänger ist, einfach nur, um festzustellen, ob das ein mögliches Ziel ist und wenn ja, wer davon wissen könnte und ein Interesse daran haben könnte, dass sowas ist, weil vielleicht hat irgendein Mitarbeiter zufällig mal was mitgekriegt, sowas passiert ja hin und wieder mal. Dort läuft nichts in irgendeiner Richtung von Schattenkommunikation. Wenn, dann hat es jemand in irgendeiner Weise entweder Software- oder Hardware-mäßig installiert, dass dort Nebenstränge vorhanden sind. Da kann ich euch einfach nichts geben. Es sind tatsächlich einfach Lagerstätten, es sind Logistikabteilungen und das sind dann die direkten Auslieferer. Solche Sachen, Farmen, Zollfarmen und Verarbeitungsstellen, wenn da was nebenher läuft, ist das was ihr rausfinden musst und nichts, was ich euch geben kann. Die Entschlüsselungscodes für die Schnittstellen selber kann ich euch nicht geben, die besitze ich auch nicht. Okay. Wenn wir da als Mitarbeiter reingehen, was müssen wir da für Kenntnisse, Wissen, was auch immer mitbringen, um nicht sofort aufzufallen? Keins. Du bist kein Mitarbeiter, der irgendwie sonderlich viel Kompetenz hat. Ihr werdet eingeführt und ihr habt, denke ich, den Basisumgang mit Computern beherrscht ihr. Und ansonsten ist es ziemlich viel Datenbankarbeit. Ihr seid halt in der niedrigsten Lohnklasse eingestuft von mir. Das heißt, ihr werdet Datenbankbearbeitung machen.
Fehler korrigieren, die durch Agenten verursacht wurden. Das ist Copy-Paste im Wesentlichen. Manuelles Überprüfen von Kundennummern und so weiter. Und was nicht heißt, dass ihr das den ganzen Tag machen müsst. Je nachdem, wie es angeht. Sondern ihr könnt die Zeit nutzen, da das AR natürlich AR-Arbeitsplätze sind, könnt ihr in der Zeit einfach die Logs durchgehen der Vergangenheit und so weiter. Mhm. Wird das nicht überprüft, was wir da machen? Das habe ich mir gegönnt. Es gibt Leute, die Arbeit übernehmen, die ihr dort machen würdet und dann einspeisen. Ah. Ich verstehe. Okay. Jojo schaut sich nochmal um in Richtung von Kaban. Was meinst du, wann fangen wir an? Ich wollte schon immer mal einen ehrbaren Beruf. Siehst du, ich wollte gerade das gleiche sagen. Mache ich doch bestimmt gut als Tippse. Du sowieso. Wir ziehen dir ein schönes Kostümchen an. Mhm. Sie schmunzelt. Ja, also ich würde da auch, wie gesagt, erst an der Kamera rein mal gucken. Vielleicht werden wir ja selbst wir angesprochen oder so. Ja. Mal sehen. Ich würde euch in den nächsten paar Tagen dann die jeweiligen IDs und Sins zukommen lassen. Sehr cool. Und auch dann direkt einen Termin eurer Einstellung. Ich habe aber hier schon mal das Gröbste an Informationen bezüglich der Mitarbeiter. Ist im Forum, Daddy. Das habe ich mir sogar schon gedacht. Ne? Oh Gott, verkackte Smileys, Alter. Warte, ich ändere das. So. Zahlen nach dem Komma gibt jeweils an, wie lange die dort arbeiten, ne? Seit 10 Jahren, seit 12 Jahren, seit 30 Jahren, was? Generell bei der Firma, nicht in dem Büro. Das ist zwar kein, das ist, warte mal, was habe ich gesagt? Es ist kein A-Konzern, aber es ist immer noch ein ziemlich dickes Ding, ne? Hat er da seit 42 Jahren in der Firma? Der ist mit 19 angefangen und hat nie was anderes gemacht? Na, ich sag mal so. Ja. Ist das nicht der Traum? Oh Mann. Andere würden sich freuen, wenn sie so eine stringente Erwerbsbiografie haben. Ja, nicht so wie, ne, 43 und seit 2 Jahren erst dabei. Tja, was auch immer die gemacht hat. Hure. Mhm. Gaskova. Schlimm, schlimm. Ich bin nicht der einzige Ork. Das sind ziemlich viele Orks sogar. Für einen Bürojob. Ja. Das ist ja auch nicht die anspruchsvollste aller Aufgaben unter Umständen. Ey, was soll das denn jetzt heißen? Dass Orks dumm und hässlich sind. Was? Das habe ich nicht verstanden. Ork zu sein heißt nicht, dass du dumm oder hässlich sein wirst. Das kannst auch beides sein. Auch gesagt und. Egal. I'm back. Sehr schön. You were away? I'm sorry, work called me. Was? Wie kommt denn dazu? Weil ich wichtig bin. Ach so. Das war ein Witz. Sache, hast du schon wieder mein Pausenbrot aufgegessen? Ich hatte mir das so schön zurecht gemacht mit schönen Salat und Tomate. Das war doch der Anruf, gibst dazu. Ja. Okay. Auch für dich nochmal die Jahre nach, also die Zahlen nach dem Komma sind die Jahre der Einstellung in der Firma, nicht in dem spezifischen Büro. Okay. Scheiße, da ist auch noch ein übel schöner Plan drauf, fällt mir ein, wenn ich ihn finde. Na, warte mal kurz, den Plan kriege ich dann auch, weil ihr da bestimmt noch Fragen an ihn habt. Ich sehe das doch schon.
Butz. Tweedler. Es gibt einen Panikraum. Da gibt's einen Panikraum. Aller 10 Stockwerke. Cool. Nee, ja doch, aller 10 Stockwerke. Ich sag mal, der ist da nicht ausreichend. Aber Orks sind halt jeder einzelne so groß, die würden halt nicht alle reinpassen. Ich nehme mal an, das sind dann einzelne Büroparzellen da. Ja, die sind halt getrennt mit einer dünnen weißen Wand, wie du es kennst. Sehr gut. Unten rechts ist da was auf Spender. Aufzug und Aufzug. Und Elektrogedöns. Da kann man ja gar nicht neben dem Wasserspender stehen und sich unterhalten. Es ist nicht Maßstab, also doch, es ist maßstabsgetreu, aber würden schon 2 Leute hinpassen. Außerdem kann sich ja nicht Gang davor stellen. Pheromonscanner? Man weiß ja nie. Der jedes Mal anschlägt, wenn Frauen ihre Tage haben. Das stimmt. Sein, er ist nicht auf menschliche Gerüche eingestellt, sondern vielleicht Munition, Sprengstoff. Drogen. Auch das zum Beispiel. Wobei die meiste Chemie wirst du schwer kriegen, aber. Okay. Was bedeutet Elektronikgedöns? Elektronikgedöns halt. Das Serverraum? Nee, es ist kein Serverraum, aber du hast das ganze Elektronikgedöns außer Sicherheitstechnik, aber auch dieses Kommunikationsding. Okay. Der Aufzug kann nur vom Chef mit Keycard und Fingerabdruck benutzt werden. Das finde ich jetzt auch merkwürdig. Das Schöne ist, dass die Türen der Farben, die Farben der Türen und der Text sich mal kurz was, lass mich mal kurz was wir ändern. Warte mal, da ist da was ganz anders. Ja, eben. So. Ergibt schon viel mehr Sinn. Ne? Ha! Jetzt bin ich auch viel weniger irritiert. Das waren also die Fragen, die wir haben würden. Ich habe euch getestet. Ihr habt bestanden. Das sagst du auch nur, wenn du selber gemerkt hast, dass du dumm bist. Ja. Ich sehe schon so Parzelle 22, ne? Und so, diese hat man echt nicht besonders gut im Kamerablick. Die Abtrennungen sind alle nicht so hoch, dass die Kamera nicht drüber gucken kann. Der Raum ist höher als die Parzellen. Denkst du, du hast Privatsphäre? Das Ding ist ungefähr so groß, dass deine Stirn drüber ragt, wenn du stehst. Wenn du sitzt, sieht man dich höchstwahrscheinlich nicht. Es sei denn, du bist ein Ork, dann sieht man vielleicht schon noch was von dir. Ich bin so klein. Irgendeine Form von Kleiderordnung da? Nö, Alltagssachen, ne? Na, warte mal, du trägst eine Bluse und du trägst eine mindestens ordentliche Jeans. Ja, das ist mir schon klar, dass ich eine ordentliche, wie so eine Bluse, tatsächlich, sind die da so? Ja. Okay. Wer hat einen Hoden um meinen Wasserspender gemalt? Ah, ich wollte wissen, was das ist. Das ist ein Wasserspender. Nee, warte mal, wie heißt denn das? Wasserspender? Trinkbrunnen? Es ist eben kein Trinkbrunnen, okay, dann war es das Richtige. Dann ist es einfach nur ein Wasserspender. Du meinst diese Plastikflaschen, wo man auf so ein, also diese großen Plastikdinger, wo man unten auf so ein Dings drückt, dann macht's glucker, glucker, glucker und dann hält man Plastikbecher darunter. Das ist ein Wasserspender. Ja genau, ich meine die stehende Bakterienschleuder, nicht die fließende. Ja, bestimmt einen richtig geilen Job da, ey. Alter Schwede. Ich gehe mal davon aus, dass das wichtige Gerät im Büro vom Chef ist. Nee, ist bei Elektronik gedöhnt. Ernsthaft? Ja. Da kommt also jeder Mitarbeiter ran. Ich gucke ihm mal ganz tief in die Augen, ich habe da eine Sicherheitslücke gefunden. Warte mal ganz kurz, da müssten wir noch mal kurz was ändern. Das war so. Guck mal. Na guck. Was soll denn das jetzt? Was bist du noch mal so? Ja, hab ich verstanden. Das war schon die ganze Zeit so, du hast dich bloß verguckt. Schneide ich alles raus und zeig nur die richtige Karte. Was machst du denn jetzt? Ja, dann sehe ich halt doof aus, ist halt so. Siehst du nicht, keine Angst. Ich habe schon 48.000 Mal bewiesen, dass
dass wir klüger sind als du. Naja, jetzt warte mal kurz. Ich hab nicht vergessen, dass das Dorf offen hat. Wir auch nicht. Wir haben das eingeplant, ja, als du es erwähnt hast. Das zweite Mal oder vielleicht das dritte Mal. Dann ist er gut. So sieht's nämlich aus. Also du hast mir ganz nicht wieder angeguckt und er sagt, oh, das ist wohl auf dem Plan falsch verzeichnet. Aber gut, dass du aufgepasst hast. Ja, ich werde das korrigieren. Gut, dafür werden wir ja schließlich bezahlt. Wir können gehen, wir haben eine Sicherheitslücke gefunden, wir haben unseren Job gemacht. Nein, war auch interessant, dass man durch die Cafeteria zu schrägstrich im Pausenraum muss, um zum Arbeiten zu kommen. Na, du hast da auch Spinde drin, wo du hier deinen persönlichen Krimskrams einschließen kannst. Weil am Arbeitsplatz sollst du jetzt nicht immer die weiß ich nicht, Bilder deiner Kinder hinstellen oder deinen Wackelkopfdackel oder irgendeinen anderen Scheiß. Oder dein Comlink. Wie, ich darf meinen Comlink nicht mitnehmen? Ehrliche Arbeit, scheiße. Ich sag mal so, es gibt keinen, der dich überprüft. Wenn du dich nicht anstellst wie der letzte Hirntote. Würde mir nie passieren. Dann ist ja gut. Was ist denn in dem Panikraum alles so drin? Hauptsächlich Medikamente, geringfügige Wasservorräte, verschlossen nochmal extra und eigentlich nur vom Chef zu öffnen, ist eine Pistole mit Betäubungsmunition, also Gelmunition, und ansonsten ist da nichts drin. Und natürlich nochmal ein Panic-Button. Was Sie vielleicht dazu wissen sollten, das Gebäude wurde nicht konzipiert, um die Angestellten im Falle eines Anschlages irgendwie zu schützen. Das wissen die nicht. Es ist nicht so, als hätte der Panikraum irgendeine Form von Sauerstoffzufuhr. Das wäre ja ein Risiko. Es geht darum, die Angreifer von den Angestellten fernzuhalten, damit sie keine Informationen herauskriegen oder ähnliches. Das heißt, die würden dort, ich denke, sollte es zu irgendeiner Form von Belagerungssituation oder irgendwas anderem kommen, nicht länger als 12 Stunden. Wenn alle drin wären, sicherlich deutlich weniger überleben. Nett. Gibt es auch einen Plan, wie die ganzen Luftschächte und die Elektronikversorgungen im Haus laufen? Selbstverständlich. Den bekommen sie dann mit ihrer SIN. Okay. Im Wesentlichen kann ich Ihnen aber jetzt schon mal sagen, dass dort, wo die Elektronik in dem Stockwerk langgeleitet sind, ist, dass dort auch die Kabel und alles weitere verläuft, außer den Lüftungsschächten, glaube ich. Ich glaube, die verlaufen durchs Treppenhaus. Ja, ich gucke mir das noch auf dem Plan nochmal an. Okay. In wie vielen Stock war das jetzt? Das ist, der 30. Okay, danke. Ist das hier eine Fensterfront? Ja, ist die einzige Fensterfront, außer der Chef hat noch ein paar und das Treppenhaus hat welche. Und die anderen sitzen im Dunkeln. Die anderen sitzen im Licht von... Ja, ich meine, aber das ist halt, was ist an den anderen Wänden quasi? Also, wenn da Außenmauer ist, dann weiß man es ja. Das ist dann, ja, dann tut man ja wieder Fenster rein, aber wenn da... Die Wände sind in einem sehr angenehmen Grau gehalten, dass den Mitarbeiter nicht davon ablenkt, durch zu viel Reize wie der Außenwelt oder irgendwelche AR-Tapezierungen seiner Arbeit nachzugehen. Das ist schön, aber ich meine jetzt, ist da an den Außenwänden außen oder ist da noch ein anderes Gebäude? Achso, an den Außenwänden außen ist es hauptsächlich Werbung dran projiziert. Von außen. Also sprich, da ist außen und da ist auch wirklich außen. Da ist beides mal wirklich außen. Eigentlich ist überall außen.
diese ganzen überstehenden Überhänge-Dings da sind auch außen am Gebäude so dran. Außer der kleine Teil oben links beim Büro vom Chef, der ist vielleicht, ja, der ist nicht ganz so. Das ist künstlerische Freiheit. Das ist, damit nicht jedes scheiß Gebäude dort viereckig ist und gleich aussieht, ja. Sehr gut. Denn siebeneckige Gebäude sind doch der Shit, Alter. In der Tat sind die Außenmauern denn nur in Grau gehalten oder sind das wirklich Betonmauern? Das sind tatsächliche Betonmauern. Sehr gut. Natürlich hast du noch sowas wie Wärmedämmung und solche Sachen. Naja. Aber nicht, dass auf einmal so plötzlich der Fensterputztrupp sich denkt, wir steigen jetzt einfach da rein. Das wäre halt nur beim Büro des Chefs und rechts möglich und im Treppenhaus. Und also nur das, es ist eher eine Glasfassade als wirkliche Fenster, das heißt, öffnen kann man da tatsächlich nichts. Außer mit einem Glasschneider. Ja, natürlich. Auf reguläre Art kann man da nichts öffnen. Ist der Zugang zum Dach? Der Zugang zum Dach. Der Zugang zum Dach ist nur übers Treppenhaus möglich. Und über die Lüftungsschächte. Ja, aber dort gibt es kurz vorm Dach nochmal extra Sicherheitsmaßnahmen. Und zwar in der Art von Laserschranken, die natürlich im Erdgeschoss nicht vorhanden sind. Da gibt es auch nochmal einen Zugang nach außen von der Lüftungsanlage, aber im Dach ist das extra gesichert. Ist das Treppenhaus kamerageschützt? Nein. Wie hoch ist die Kamera über der Treppenhaustür? Die ist an der Decke angebracht, aber sie hat sowohl den Raum vorm Treppenhaus im Blick, als auch noch vermutlich einen Teil der Büroparzelle 6 in dem Fall. Also Treppenhaus raus, Kamera unschädlich machen durch die weitere Tür, durch noch eine Tür, Kamera unschädlich machen, ab ins elektronische Gedöns. Ja, das ist sicherlich möglich. Die Sache ist, in dem Fall, wenn, also irgendwann muss man ja ans Treppenhaus kommen, da man da regulär nicht reinkommt, muss man entweder unten in der Eingangshalle vor Augen der, unten gibt es so eine kleine Informationstheke, vor Augen dieser Leute halt schon das erste Schloss manipulieren, oder man muss es von der Ferne hacken, was sicherlich möglich ist. Sich durch das ganze Treppenhaus zu schleichen ist sicherlich möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Sicherheit einen irgendwo mal aufgreift, dann nach der ganzen Sache, ist halt nicht ganz gering. Selbstverständlich. Okay, ich nehme mal an, den Rest werden wir dann ohnehin irgendwie erfahren, wenn wir da sind. Ich denke auch. Als Mitarbeiter haben wir eh nur Zugang zum Bürotrakt, es sei denn, wir geben uns irgendwann zu erkennen und können dann weitergucken im Haus, nehme ich an. Im Haus selbst wird es ab gewissen Punkten schwierig. In diesem Stockwerk auf jeden Fall. Aber das Haus ist von sehr vielen Firmen gemietet, mit denen wir überhaupt nichts zu tun haben. Sie können sicherlich mit der Sicherheit tricksen, wenn sie so weit gehen wollen, ja. Mhm. Okay. Gut, dann würde ich Ihnen alles Nötige in den nächsten Tagen zukommen lassen, inklusive. Ganz kurze Frage noch, der Chef, wie lange ist der da? Das ist da nicht vermerkt. Wie lange gibt's den schon? Er ist seit 11 Jahren dabei. Okay. Private Informationen über die Mitarbeiter, gibt's die irgendwo? Oder wird sowas, es wird bestimmt irgendwo gesammelt, aber vielleicht nicht so sehr an einem zentralen Punkt? Es wird in der Firma relativ wenig gesammelt, weil es für die Firma relativ kompliziert, relativ viel Aufwand, relativ hohe Kosten sind, die sich nicht lohnen. Sie haben Zugriff auf alle, die Kommunikation innerhalb dieses Gebäudes wird sehr wohl aufgezeichnet, auch wenn Sie mit Ihren Privatcommunings dort jemanden anrufen in Ihrer Pause oder so etwas. Sie können auch von Ihrem Arbeitsplatz, wenn Sie nicht
ganz dumm sind, einige Privatsachen erledigen. Auch diese Logs haben sie. Es werden gewisse Aufzeichnungen geführt über psychiatrische sowie generell medizinische Gutachten. Und natürlich einfach was den finanziellen Rahmen und die Möglichkeiten dieser Personen oder plötzliche große Einzahlungen auf ihre Konten angehen. All das haben sie zur Verfügung, aber Privatinformationen müssen sie selbst herausfinden. Okay. Ich nehme mal an, dass all diese Mechanismen auch in irgendeiner Form von einem Agenten oder irgendwie anders überwacht werden und Unregelmäßigkeiten automatisch angezeigt werden. Darüber bin ich nicht ganz sicher. Sie werden auf jeden Fall automatisiert gesammelt und abgelegt. Ob sie ausgewertet werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Der finanzielle Rahmen wird automatisiert in der Hinsicht, dass die Banken sich einfach melden, die dort das verwalten, weil das letztlich Banken sind, die ebenfalls stark mit Aztec zusammenarbeiten oder uns in irgendeiner Form unterstehen. Das heißt, Auffälligkeiten da werden gemeldet. Gut. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade erstmal keine Fragen mehr. Sollte noch irgendwas auftauchen, gibt es ja mit Sicherheit eine Möglichkeit, dass wir dann über die nähere Zukunft auch etwas engmaschiger oder einfacher kommunizieren können. Ja, selbstverständlich. Ich habe hier meine aktuelle Comlink-Nummer. Es wird dennoch immer auf Treffen hinauslaufen, die innerhalb von 1-2 Tagen dann aber auf jeden Fall möglich sind. Zwischenberichte? Wenn ja, in welcher Form? Mündlich, schriftlich? Alles mündlich, nur in akuten Fällen, wenn sie erhärtete Beweise haben, dass in wirklich naher Zukunft irgendetwas bevorsteht. Ansonsten brauche ich keine Zwischenberichte. Ist ein Abschlussbericht gefordert? In mündlicher Form. Okay. Gut, dann melde ich mich in den nächsten Tagen. Alles klar. Auf Wiedersehen. Bis dann. Dann geht doch raus. Mit einem Mettbrötchen. Ja, lecker mit. Gut, ich würde sagen, das ging ja wohl gebacken. Ich denke auch. Mal sehen. Sieht jetzt alles nicht ultra dingsig aus. Hey, Arbeitszeiten von 8 bis 21 Uhr, cool. Yay. Hab ich richtig Bock drauf. Ja, technisch gesehen, wenn ihr bis 19.30 Uhr durcharbeitetet, dann könnt ihr direkt gehen. Ja. Theoretisch ja, aber gucken. Wer der Pausenzeiten darf man nicht überlassen. Ja. Ich sag mal so, das sind Arbeitszeiten, die sind lang. Aber es ist nicht so, als hätten wir nicht auch schon 24-Stunden-Jobs gehabt, ne? Bei denen du an einem Tisch gesessen hast? Nö. Gut. Ah ja. Yay, wir werden zu Büromäuschen. Könnt ihr schon mal zwei verschiedene Namen raussuchen, ne? Vor- und Nachnamen? Na, jeweils zwei. Und ich werde die mir auf jeden Fall nicht aufschreiben. So, hab zwei. Ich hoffe, du hast dir die auch noch irgendwo anders aufgeschrieben. Hast du die Nachnamen nachgeguckt oder hast du die gute alte pseudorussische Namenerstellungsdings genutzt? Ich habe das gute alte pseudorussische Namensprinzip genutzt. Ich hänge an alles ein Off dran und dann ist alles gut. Sehr gut. Lieber Engel oder Teufelchen, sag uns deine Meinung im Spezialbereich rund um kuriose und süße Kosenamen für Kind oder Partner.
Haben wir hier mal eine Qualitätsseite rausgesucht. Hast du auch, Daddy? Ja. Scheiße, ich sollte mich doch mal rauskopieren. Sekunde. Du bist mit dem tatsächlichen Nachnamen raussuchen rangegangen. Sehr gut. Eigentlich auch nicht. Nicht? Nein. Das ist aber gut, dann haben wir jetzt wenigstens nicht 4 Mark Kopf. Das ist richtig. Deswegen wollte ich das nicht machen. Sehr gut. Die ersten sind eure Mitarbeiternamen, die zweiten sind eure Firmennamen. Scheiße, die Firma. Das ist nämlich... Ja. Warte. Brainfart. Weiß nicht, ob man das so schreibt, aber ich glaube schon. Ja, ich habe heute einen sehr kreativen. Lasst mich. Conclusive Investigation Incorporated. Na sicher. Schön, also. Nach 2 Tagen habt ihr eure Sins und allen anderen Scheiß, der damit zusammenhängt, sowie die Codes, um dann darin Zugriff auf die Logs und sowas zu haben. Und meldet euch im Wesentlichen als mit einem Sicherheitsaccount an, nicht mit einem Admin-Account, ihr kleinen Schlingel, das heißt, ihr könnt da drin nicht rummurksen. Genau, Arbeitsantritt ist der 18. Juli, das ist dann übermorgen, falls ihr noch irgendwas machen wollt. Meine Angelegenheiten regeln und ein bisschen umverteilen. Umverteilen, sehr schön. Dein Testament und so. Hm. Ich will alles mit ins Grab nehmen und da 50% der Gang mir gehören, werde du und du sterben. Wie bei den Pharaonen. Ich muss mich noch 2 Tage von Gandhi auslachen lassen, weil ich jetzt ins Büro muss. Beglückwünschen lassen, weil du endlich einen richtigen Job annimmst. Endlich mal das Leben kennenlernst. Nicht mal bloß dieses Rumgeficke als Gänger. Nee, mal richtige Arbeit. Für richtigen Lohn. Da weiß man am Ende, was man bezahlt. Ich werde nicht bezahlt. Wie ein richtiger Büroangestellter. Ja. Siehst du? Du kannst nicht von dem Geld leben, die können nicht von dem Geld leben. Was willst du denn? Du meinst also, er macht sich jetzt 2 Tage lang über mich lustig. Das muss man ihm gönnen. Das ist verständlich. Er wird mit euch beiden üben, wie man sich richtig im Büro verhält. Morgen, Chef. Woher weiß der das eigentlich? Die Frage kommt dir innerhalb der 2 Tage nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Offensichtlich schon. Offensichtlich nicht. Leute. Das ist erstmal völlig irrelevant. Wer Herr was zu wissen glaubt, er ist immer noch weitaus glaubwürdiger als ihr. Ich guck mir irgendeine komische Büroserie an. Fällt mir eigentlich irgendeine gute Büroserie ein? Stromberg. Gut. Weiß nicht, ob du das gehört hattest. Nee, ich hab's auch nie gesehen. Na gut, unabhängig davon, habt ihr noch irgendwas Wichtiges vor? Ich besorge mir einen Flachmann, der nicht aus Metall besteht, sondern irgendwie so ein Lederding oder sowas. So ein Lederflachmann, boah, bist so eklig. Nee, so ein Lederflachmann. Wie wär's mit Plastik? Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Aber da sind doch nicht mal MAD-Scanner drin, was willst du denn? Woher soll ich das denn wissen? Also ich meine, ich habe die Pläne, aber... Nee, ich will so auch im Eingangsbereich nicht. Ah, okay. Ich will so ein Gerät, also so ein kennst du diese falscher Bauchflachmann? Nein. Wo man sich halt quasi den Bauch umschnallt, Alter. Und dann kann man immer seine Hand nach vorne legen vor dem Mund und dann... Weißt du? Weißt du, die Pfeffi-Brüste, die hatten noch Stil, aber das hier... Also du bist im Wesentlichen eine kleine Wampe aus gummiartigem... Schnaps. Da kommt dann Schnaps rein und da ist dann eine Art Schlauch drin, den du unter deinem Hemd befestigst und den du dir dann zwischendurch mal zum Ärmel.
Und dann... Man muss überlegen, wie man klarkommt in so einem Office. Das klingt so unendlich verzweifelt. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe nur folgende Frage. Kaban braucht ja keinen Schnaps. Nee, er kann ja auch nicht jederzeit aufhören, weil er gar nicht angefangen hat. Aber das klingt schon sehr nach, dass er einsieht, dass er ein Problem hat, wenn wir ehrlich sind. Oder willst du mir jetzt kommen mit, das wird so stressig, da braucht man zwischendurch mal einen Schluck zur Erholung? Das ist das perfekte Argument, das hast du ihm gerade geliefert. Eben, also ich meine, ne, das ist halt, also ich muss mir Weise. Von 8 bis 21 Uhr solche Idioten antun, die zu dumm sind, um zu kacken, dass sie in so einem Job landen. Und mit öffentlich trinken ist da nicht. Wie willst du dir denn sonst aushalten? Du könntest Schnaps in den Wasserspender füllen. Oh, wie witzig. Glaub mir, ich würde so viel Wasser trinken, das glaubst du gar nicht. Na gut, gibt es noch irgendwelche Vorbereitungen? Wir haben wahrscheinlich gerade irgendwas Wichtiges vergessen, weil du das schon wieder so fragst. Nee, ich kann gerade einfach nur nicht denken. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Okay. Ja, ein paar Büro-Outfits müssen wir uns zulegen. Ja, easy. Und ansonsten habe ich ja die Namen, wenn es irgendwie möglich ist, gucke ich mir mal die Facebook-Profile von den Leuten an. Also die Social Network Profiles. Ja, das machen wir dann. Ja, ist ja auch okay, kurz auf. Aber so, das wäre das bisschen Vorbereitung, was getroffen wird. Ansonsten, sag mal so, dafür hast du halt einfach 13 Stunden jeden Tag Zeit. Das musst du ja nicht jetzt machen. Stimmt. Ja, ansonsten bemüht Jojo sich vorher noch ein bisschen mehr Zeit mit ihrem Kind zu verbringen, dass sie dann vermutlich nicht mehr so viel sieht, beziehungsweise mit ihrem Stecher. Und den Rest irgendwie an Aufgaben abzuhandeln, den sie noch abhandeln muss und sich dann zu überlegen, wie sie das in der Zeit macht, in der sie darum eiert und ja. Na Juti. Da Daddy gerade kurz AFK ist. Du wirst von Gandhi herangewinkt, der gerade irgendwas in der Matrix gemacht zu haben scheint. Nee, du warst in einem anderen Raum. Aber er wird dann rüberkommen. Komm mal, mach dich mal ansehnlich, steck mal die Waffe weg. Hä? Leg jetzt mal die Waffe weg, mach dich mal ansehnlich. Sie legt die Waffe weg. Komm mal mit. Sie kommt mit. Blend mal die Tattoos aus. Sie blendet die Tattoos aus. Setz dich mal hier hin. Sie setzt sich da hin. Mach dann den Bildschirm an. Du siehst dich und seine Mutter. In einem Bildschirm scheint es in eine Art Telefonat gebracht worden zu sein. Hallo, hörst du mich? Hi, ja. Schön. Ich wollte nur mal fragen, hätte mir eigentlich der Junge auch mal beantworten können, aber bist du dann dieses Weihnachten-Silvester auch dabei? Keine Ahnung. Das wäre schon ganz schön zu wissen. Du bist ja jetzt auch schon, seid ja schon ganz schön lange zusammen und, oh Gott, wegen dem Kleinen, ne, dass wenn man die ganze Familie zusammenkommt, wir haben ja eigentlich immer nur die Wochen so vor Weihnachten und dann noch ein Stück Silvester. Wenn wir uns da alle mal treffen, das wäre doch eigentlich schön. Sind immer alle so verstreut und man sieht dich ja kaum. Jetzt dieses Ding, wo du so viel arbeiten musstest und der Junge so lange da war. Das wäre doch eigentlich was Nettes, oder? Klar. Ich kläre das mal ab. Das wäre ganz supi. Hast du irgendwelche, bist du Vegetarierin oder irgendwas anderes? Laktoseintoleranz, irgendwas? Nö. Und warst du überhaupt schon mal in generellem Land? Nein.
Da müssen wir dich ja mal überall rumführen, so die Sehenswürdigkeiten, Stockholm. Und dann nennt sie noch andere Städte, von denen noch niemand gehört hat. Denn Schweden hat genau eine Stadt und Dörfer. Und natürlich der Urwald, die stolze Produktion der Holzfäller. Das war auch mal, oder wir haben auch ein ganz tolles Museum, Schweden im 15. und 16. Jahrhundert. Das musst du dir auch mal angucken. Vielleicht nicht alles beim ersten Mal. Du bist ja dann ein paar Wochen da, wir können ja nicht die ganze Zeit bloß rumsitzen, obwohl ich denke, wir haben uns bestimmt auch viel zu erzählen. Sicher. Pass auf, ich kläre das einfach mal ab, wie das dann aussieht und wie lange ich überhaupt freikriege und so wie, und den ganzen Kram und dann melde ich mich einfach nochmal, okay? Aber ein bisschen wirst du ja schon freikriegen. Das scheint ja, als hättest du nie irgendwann mal frei. Na, was soll ich sagen? Die Urlaubstage im Jahr sind sehr begrenzt. Ich dachte, die Magier haben es da ein bisschen besser. Tja, das dachte ich auch. Hey, wir bekommen das bestimmt irgendwie hin. Sonst schreibe ich deinem Chef einfach mal eine nette E-Mail. Mhm. Das war natürlich nur ein Spaß. Jetzt hast du mich für einen Moment gekriegt. Nein, das würde ich doch nicht. Ich werde das den Olaf machen lassen, der kann das ganz gut. Alles klar. Gut, ich will dich auch gar nicht mehr so lange stören. Kannst du mir den Jungen nochmal holen? Klar. Die steht auf. Na dann, mach's gut. Und ja. Geht vom Bildschirm weg. Winkt Gandhi ran. Also wenn sie hinter der Kamera steht, kommt da auch so eine, ich dreh dir beziehungsweise ihr den Hals um Geste. Und ja. Ich hab grad keine Zeit, ich bin grad Warte, ich nehm dir das Kind ab. Ich bin grad am Masturbieren. Die Kamera ist aus, wenn du da weggehst. Das hat auch schon so eingestellt, keine Sorge. Und das Ding ist auch, das Mikrofon. Sag ihr, ich bin gerade am Masturbieren. Jojo geht zurück, er holt sich gerade einen runter, der kommt gleich. Warte mal kurz. Hat sie nicht gesagt? Gani kommt erstmal hinter dir hergestürzt. Ausdruck fassungslosen Schreckens. Die Mutter blickt dich mit einer Mischung aus an. Du hörst aber im Hintergrund von ihrer Seite. Ja, der Junge, nix als Wichs im Kopf, ne? Jojo kichert und geht weg. Gandhi wird sich langsam und etwas steifbeinig, er hat steif gesagt, hinsetzen. Jojo kichert immer noch. Gut. Haben wir das auch? Du wirst. Du hast so eine Bildverbindung, ne? In deinem Auge. Nein. God fucking damn it! Aber ich habe Trodes auf dem Kopf, die mir quasi die Bildverbindung liefern. Das sind die, die ich immer benutzt habe. Na gut, im Laufe des Tages, während du mit Kaba nochmal, ihr sagt gerade ein Besprechen und holt gerade ab die Klamotten, die ihr euch bestellt habt für die Scheiße. Dann, nein, du hast sie nicht selbst genäht, das wäre ein bisschen viel Aufwand. Ja. Also, ihr holt da gerade ab, du bekommst übrigens immer wieder mal eingeblendet, ihr strafendes und fassungsloses Gesicht. So in ungefähr 15% deines Sichtfeldes. Entsetzen auch. Pikiert. Pikiert ist auch gut. Nehm mal mit rein. Dann muss sie das mal, wenn sie das sieht, muss sie dann wieder kichern. Was hast du denn? Alles ist gut. Alles klar. Ich wurde gezwungen, mit Eltern zu kommunizieren. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie der gute Herr sich das gedacht hat.
weil er keine Lust hatte, mit seiner Mutter zu sprechen und dann zu mir meinte, als ich gerade weggegangen bin, ich soll ihr bitte sagen, dass er masturbiere, und ich bin zurückgegangen und habe seiner Mutter gesagt, dass er sich gerade einen runterholt und gleich kommt. Das war irgendwie... In diesem Wortlaut? Ja. Oh, ich glaube, sie möchte nicht wissen, wann er kommt. Aber sein Vater fand das witzig. Der ist sowieso viel cooler. Oh Mann. Wie kannst du der alten Dame das antun? Es war ganz leicht. Im Nachhinein überlege ich gerade, ob das so eine gute Idee war. Jetzt hasst sie mich wahrscheinlich, aber das ist nicht so schlimm. Dann lässt sie mich wenigstens in Ruhe. Ihr kommt mit euren erstandenen Klamotten zurück. Gandhi wartet auf dich. Mhm. Ihr kommt ja beide da rein, wenn ihr noch irgendwas zu besprechen habt. Mhm. Schnitte! Hast du dir Hände gewaschen, Junge? Meiner ist sauber. Aber das klebt doch danach sonst. Egal, Nein, du bleibst hier, ich brauche einen Zeugen. Außerdem, okay. Um das nochmal kurz anzumerken, die Vorteile eines Cyberpenises bestehen ja zum Beispiel darin, Orgasmen haben zu können, ohne diesen klebrigen Schmierstoff absondern zu müssen, wenn man das nicht will. Es ist ein Traum. Ich kann das dir nur empfehlen, war eine gute Entscheidung damals. Ich meine, die habe ich nicht ganz bei vollem Bewusstsein getroffen, aber im Nachhinein immer noch ganz toll. Jojo! Ja? Sie guckt ein bisschen schuldbewusst. Wie man ja bereits an deinem Wunsch, plötzlich ein Kind zu kriegen, gesehen hat, hast du dir nicht immer sofort alle Langzeitauswirkungen deines Tuns und Handelns sowie Sagens irgendwie im Kopf. Deswegen lass mich dir das skizzieren. Ja, oh, jetzt Jojo, dich habe ich ja ganz vergessen. Hier hast du auch noch deinen Teller. Wir hatten keine sauberen mehr. Oh, für dich habe ich jetzt keine Fahrkarte mitgekauft. Das tut mir leid. Jetzt musst du 60 Nuyen Strafe zahlen. Ach nee, warte mal, bei mir sind es 150 Nuyen Strafe zahlen. Ja, wenn ich das vorher weiß, dann kann ich das ja abklären. Du meinst also, deine Mutter wird mich jetzt hassen? Junge! Was ist denn das eigentlich für eine? Junge! Das war ganz schön eilig mit dem Kind. Junge! Du kannst dich da keinen runterholen, mit deiner Mutter telefonierst. Was sollen denn die Leute denken? Das war jetzt mein Vater. Jojo, warum? Weil ich nicht drüber nachgedacht habe und du es gesagt hast und keine Ahnung. Du nicht drüber nachgedacht hast, Mann, ich habe sie schon so weit, dass ich sagen kann, meine Bar fährt durch einen Tunnel und das zieht nur 2 Wochen strafenden Schweigens nach sich. Aber das! Die ist positiv, jetzt will sie mich bestimmt nicht mehr sehen. Du wirst 2,5 Wochen mit dorthin fahren zu Weihnachten. Ist das jetzt deine Strafe oder ihre? Das ist, du wirst es auf jeden Fall machen. Warum? Du wirst dir mundgeblasene und handbemalte, fußbemalte Teller aus dem 13. Jahrhundert angucken, bis du reierst. Sagen wir mal 14. Damals waren sie noch nicht so gut mit den Füßen. Die Podologie war noch nicht ganz so gut. Du wirst sagen, oh und ah! Weiterhin müssen wir sagen, wie interessant und welch toller Einblick in die Geschichte dieses Landes und seiner Kultur. Verwehrt sein werden dir die eigentlich spannenden Sachen wie Wikingermuseum und Metbrauereibesichtigung. Du wirst die Rinde befühlen und vielleicht auch durchpauschen verschiedener Bäume. Was werde ich tun? Die Bäume fällen, sagst du. Nee, das ist dir verwehrt. Ach so. Von wem? Von dir? Ist ja eine alte Tradition, die die Väter an ihre Söhne weitergeben. Du bist leider, du hast einfach keinen Penis. Auch kannst du dir vorstellen, wie ich in einem erwachten Wald abgehen werde? Wieso denkst du denn, dass du in den erwachten Wald kommst? Weil deine Mutter das gesagt hat.
Nee, die hat gesagt, den Urwald. Ist doch das Gleiche. Jo, pass mal auf. Wir leben in einer Ökodiktatur da drüben. Da ist nichts mit, du gehst mal einfach in den Wachtenwald, vor allem nicht als Ausländer. Ja, okay. Baumwilderei ist ein ziemlich großes Problem. Ich wollte auch keine Bäume fällen, so spannend finde ich das nicht. Ja, du wirst ja auch Rinde durchpauschen, und zwar von gewöhnlichen Bäumen. Du musst Kastanienmännchen basteln. Was habe ich als Kind immer geliebt? Nur, das wird keine... Sag mal, kommst du nicht irgendwo aus der Region von einem borealen Nadelwald? Und wir hatten auch zwei Kastanienbäume. Cool. Ja, einer ist kaputt gegangen. Tut mir leid, Bro. Wie wär's, wenn wir Kaban einfach eine Perücke aufsetzen? Mein alter Freund, der Baum ist tot. Oh ja, ich werde Rinde drauf auspauschen und dann spielen wir Happy Tree Friends. Ich sehe, ich habe die Ernsthaftigkeit der Lage begriffen. Du hast es mir deutlich gemacht. Ich habe einen kardinalen Fehler begangen. Und das alles in einem unvorsichtigen Moment. Aber dein Vater ist sowieso viel cooler. Das hilft ja nicht. Eltern sind meistens relativ, also habe bisher relativ wenig Einzelstücke hier sehen, muss ich sagen. Tja. Aber 2,5 Wochen, das kannst du dir schon mal ganz rot im Kalender einstreichen. Ganz rot. Warum? Kannst du ein paar Totenköpfe dazu malen, damit du begreifst, was da los ist. Mach's wieder gut. Du wirst dich da verhalten wie... Ne? Ich werde wohlerzogen sein und friedlich. Ausnahmsweise mal. Das bin ich immer. Dieser eine kleine Ausrutscher. Und ich weiß doch selber nicht, warum ich das gemacht habe. Ich fand's gerade irgendwie witzig, der Schalk saß mir im Nacken. Kann dir das verzeihen? Aber nicht heute! Dann wird er mit dem Sohn von Dunnen ziehen. Irgendwas murmeln von Snurrebröt, Töftelmöff. Naja, sie geht zu ihm hin, zieht kurz seinen Kopf runter, gibt ihm ein Küsschen auf die Wange und schickt ihn dann weg. Ich gelbe nicht der Hörer. Ferkel. Sekunde, Licht. Juli. Ich würde sagen, ich habe mich in eine schwierige Situation hineinmanövriert. Ja, vielleicht. Bisher konnte ich dieser ganzen Nummer ja immer noch ziemlich gut ausweichen, aber irgendwie scheint das jetzt nicht mehr so richtig zu funktionieren. Was den Familienfesten oder dem Stress mit den Eltern? Beides. Aber vielleicht sollte ich die Mutter einfach darüber aufklären, mit wem sein Sohn sich da eingelassen hat. Kommt nicht gut, ne? Ich weiß nicht, aber vielleicht hast du nicht ganz, ich glaube, vielleicht ist sie ein bisschen enttäuscht. Das wäre mir natürlich, also. Nein, die Befreiungsfront von Schweden. Spalter. Es hat sich gelohnt. Es hat sich einfach gelohnt. Aber ich glaube, jetzt muss ich wirklich was wieder gut machen. Jutti. Ich habe ja geschlossen, dass ihr nichts großartig vorbereiten wollt. Das heißt, wir können eigentlich dann bis zum ersten Arbeitstag gehen. Ja. Gut. Wollt ihr da gemeinsam oder ihr Trend auftauchen? Wir werden wahrscheinlich mit dem Muster auftauchen, aber aus verschiedenen Richtungen quasi. Je nachdem. Judy, ich werde dann unten in der Eingangshalle gehen, zu der Tante gehen, eure Mitarbeiter-ID vorzeigen. Das müsst ihr nur am ersten Tage machen.
dann zum Aufzug gehen. Und der fährt euch dann schon ins richtige Stockwerk, keine Angst. Ausschließlich auch tatsächlich. Und dann kommt ihr da an, geht da kurz rein, guckt euch dumm in der Pausenraum um. Da hängen ein paar Lappen rum, die euch natürlich nicht erkennen. Eine davon, ihr habt dort übrigens dann alle Namenstags, ist offensichtlich Bianca Gladitschk. Das ist die dritte von oben. Sie ist etwas rundlich und ihr Blüschen ist hauptsächlich in beige gehalten, ihrem Alter also angemessen. Tag, sind Sie die Neuen? Hi, ja. Gut, melden Sie sich erstmal beim Chef an. Hier durchtreten, geradeaus und dann rechts. Und danach können Sie wiederkommen. Okay. Dankeschön. Ach, Jojo. Hm? Dir ist es in den letzten Wochen nicht so aufgefallen, aber Kaban muss schon ein Stück zugenommen haben. Eigentlich war er mal recht sportlich, aber das da, ganz schöne Murmel. Du hast ja halt einfach ein Arbeitsoutfit rausgesucht. Ich verstehe. Ja, klar. Deswegen hast du also nicht nachdenken können, was du noch vorbereiten musst. Nee, das habe ich schon davor gemacht. Ja, dann gehen wir zum Chef. Er klopft, die Tür wird sich öffnen. Da sitzt der Chef mit seinem geilen Backenbart. Im Anzug tatsächlich, die Füße allerdings auf dem Tisch. Trinkt gerade eine klare Flüssigkeit mit Eiswürfeln aus einem leckeren Glas. Wer sind Sie? Guten Morgen. Mein Name ist Elena Molkov. Matija Kalstoy. Ja, schön. Wer sind Sie? Die Neun. Also, hinsetzen. Sie setzt sich hin. Jo, mich auch. Klasse D, schön. Haben Sie Geschäftsordnung, haben Sie alles gelesen hier, Hausordnung und sowas? Mhm. Wir haben sie gelesen. Selbstverständlich. Schön. Haben Sie irgendwelche Fragen? Bis jetzt erstmal nicht. Hat man den eigentlichen Arbeitsplatz schon zugewiesen? Also haben wir das schon alles gekriegt, oder? Das ist schon alles für euch unterschrieben worden. Das ist auch nicht so, als würde der seine Mitarbeiter einstellen. Der kriegt Leute zugewiesen von der Zentrale. Okay. Nein, bis jetzt erstmal nicht. Können Sie mal ein bisschen, nicht dieses Zögerliche hier, ein bisschen, bis es auch ein bisschen vorangeht. Reißen sich mal zusammen, Schultern zurück, Arsch rausdrücken, Brust raus und dann, ne? Was ist das für eine Arbeitseinstellung hier? Wir haben keine Fragen. Schön, dann gehen Sie mal zurück. Irgendjemand hier, Dings, wird sich um Sie kümmern. Fragen Sie mal nach. Na hopp. Jojo steht auf. Vite, vite, mes enfants. Jo, ich gehe langsam hinter ihr. French. Nice. Ich möchte mich ein bisschen behäbig bewegen. Schön. Es gelingt dir. Sehr schön. Kriegt von ein paar Leuten, die aufstehen, um sich zum Beispiel gerade zum Wasserständer zu bewegen, dann kurz einen Blick zu ihr werfen, manche heben die Hand. Dann geht ihr zurück zur Tante. Jo. Haben sie alles geklärt, ja? Ja. Dann konnten sie jetzt gleich mal mitkommen. Da hinten sind dann ihre Parzellen. Wir gehen direkt in die 23. Die sind dann natürlich ausgewiesen, ne? So, dann nehmen sie sich hier mal einen Schülern von drüben. Dann gehen wir mal schnell alles durch, was sie machen. Welche Gruppe sind sie? D, ne? Ja. Schön, da gibt's ja eigentlich nicht viel zu wissen. So, also, sie geben hier die letzten 4 Ziffern plus ihr Geburtsdatum an, das ist ihr Login. Denn der wird dann Ihnen gleich beim ersten Login nach einer halben Stunde nochmal, kriegen Sie dann ein neues Passwort. Und das
Das sollen Sie sich gut merken, das wird auch unregelmäßig geändert. Immer schön im Kopf haben, irgendwo abspeichern, Comlinks. Schließen Sie, wenn wir hier fertig sind, dann ein, so wie alle privaten Gegenstände. Hier ist der Pause-Button. Sie haben 1,5 Stunden pro Tag, das wird Ihnen auch angezeigt, wenn Sie draufdrücken. Sobald Sie aufstehen, müssen Sie draufdrücken, auch Toilettenpausen und so weiter. Da wird das quasi runtergezählt und sobald Sie wieder anfangen, können Sie quasi die Pause beenden. Sollte es irgendjemandem auffallen, dass Sie sich viel zu viel Pause nehmen, ist das nicht so gut. So ein bisschen merkt keiner, ne? So 5 Minuten, passt schon. So, Ihre Aufgabe ist es hier, diese Tabellen zu kontrollieren. Dort, wo es rot angezeigt wird, ist eine Möglichkeit, dass ein Fehler besteht. Da kontrollieren Sie einfach jede Nummer mit der Tabelle da und tragen das dann einzeln nach. Haben Sie dazu Fragen? Nein. Schön. Kann sein, dass in den nächsten Wochen ein bisschen mehr dazukommt, je nachdem, wie Sie es so anstellen. Aber am Anfang gibt es ja erstmal genug zu tun. Plan ist hier. Sollte irgendwas sein, irgendwas Schlimmes, Feuer, Überfall, Krieg oder sonst irgendwas. Panikraum wird sich dann öffnen, können Sie rein, bitte nichts passieren, bis die Sicherheit kommt und Sie befreit. Ansonsten haben Sie Zutritt eigentlich nur zum Pausenraum. Da sind dann auch die Toiletten, die ich nicht eingezeichnet habe. Wir haben eine für Männer, wir haben eine für Frauen, wir haben eine für die da sich nicht sicher sind oder so, weil bei dieser, ne? Wenn sie so einer sind, wo der mich dann blöd anguckt, weil ich annehme, dass sie eine Frau sind zum Beispiel, ne? Können sie auch hingehen. Ansonsten ist eigentlich alles in Hausordnung drin und das sind so ihre Aufgaben. Okay, danke. Wenn sie Fragen haben, können sie mir kommen. Parzelle 3. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ach ja, das habe ich vergessen, genau. Hier drüben, wenn Sie dann Ihr Passwort haben, dann sehen Sie mal hier und dann müssen Sie das hier eingeben, da sollen Sie sich gut merken. Dann gehen Sie hier hoch und hier? Ja, genau, das machen Sie jetzt aber am besten nicht gleich mit, ne? Kriegen Sie das hier an, da geben Sie es nochmal ein, dann steht da, jetzt kommt da gleich eine Fehlermeldung kommen, ne? Drücken Sie einfach 2-mal Enter oder so oft, wie die Fehlermeldung kommt. Die geht dann nach ein paar Mal weg. Dann können Sie die Matrix auch für so ein bisschen andere Sachen, ne, benutzen. Nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu wenig arbeiten, aber, ne, so. Ne. Na, klar. Das alles HRS kriegt das von uns keiner mit und der Chef, dachte er, so. Der schönen Tag jetzt. Oh, danke, gleichfalls. Danke. Dann wird sie rübergehen. Ja, ich halte sie da auf. Wo arbeite ich? Hier, von wo sie den Stuhl genommen haben, gleich daneben. Ah. Jojo ist okay. 23, du bist 24. Direkt neben dem Wasserspender. Das stimmt nämlich. Ja. Ich glaube, jetzt am Anfang müssen wir erstmal ein bisschen anfangen. Naja, warte mal, ihr habt vom Aztec-Dude ja einen Sicherheits-Account-Key bekommen und da stand auch dabei, dass wenn du dich damit einloggst, da hast du auch einen extra Benutzernamen dafür, ihr beide habt einen anderen, ab dann beginnt quasi der Prozess, wo jemand für euch arbeitet. Perfekt. Und da niemand sieht, was ihr macht, weil es fucking AR ist. Und selbst wenn der Chef sich da reinwählt, dann sieht ihr, dass da jemand arbeitet. Na, dann werden wir das doch tun. Schön. Schön. Und dann mal anfangen, die ganzen Leute zu stalken. Judy, sie wird dann kurz danach, nach 5 Minuten zu euch kommen. Persönliche Sachen und kommen nicht noch wegschließen, hatte ich doch gesagt, ne? Ach ja, klar, Entschuldigung. Ja. Dann geht sie zurück. Jojo steht auf. Dann folge ich ihr. Ich drück sogar den Pause-Button. Ach ja. Und geht dann auch in Richtung der Spinde. Schön. Da ist ja, also ich meine, da sind jetzt nur 2 Mitarbeiter, die eine unterhält sich offenbar. Also Nina Kaskova
und erhält sich offenbar mit Lubomir Lechev darüber, dass ihr Kind schon wieder krank ist und wie und schlimm, doch schlimm, das hat ja immer diese Anfälle und dann bricht das so traurig, schlimm und ich weiß ja auch gar nicht, wie die das machen soll. Ne, also schlimm auch und wie schlecht es dem geht und er bemitleidet sie in angemessenem Maße und dann verziehen die sich, während die euren Scheiß einräumen und die begrüßen euch natürlich noch kurz nebenbei mit dem Kopfnicken, mehr oder weniger freundlich. Ein schüchternes Lächeln und eine erhobene Hand werden ihm zum Gruße gereicht. Dann schließt man die Sachen weg. Guckt, dass das Comlink, man hat sich sowieso ein anderes Comlink mitgenommen, um etwaige Anrufe, die unbedacht an das eigene Comlink gehen, zu verhindern. Jojo, ich hab da noch mal eine Frage wegen Weihnachten. Zum Beispiel. Oder auch ein, ey, wo bleibt denn die nächste Lieferung? Wäre du. Kurwa. Ja, wenn ich zurückgehe, ich vergesse übrigens den Pausenbutton zu drücken. Also sprich, ich eine Pause läuft weiter. Genau. Okay. Denn ich will ausprobieren, was denn passiert, wenn ich jetzt mal direkt am Anfang 30 Minuten Pause will. Mal gucken. Oder 40. Du kommst nach 10 Minuten ein kleines Fenster, wo da steht, sie haben 10 Minuten ihrer Pause verbraucht. Du kommst nach 30 Minuten ein Fenster, sie haben jetzt 30 Minuten ihrer Pause verbraucht. Ja, also bei 10 Minuten würde ich schon dann das merken. Das kann man ja, wenn das sehr klein ist, dann nicht, aber wenn das halt so groß ist. Es wird halt bei jedem Schritt größer. Aber es scheint tatsächlich nur eine Erinnerung zu sein. Jojo hingegen vergisst das nicht und fängt dann an, ihrem eigentlichen Job nachzugehen. Du hast überhaupt vergessen, den Pause-Button zu drücken. Das heißt, du kannst nichts vergessen. Du hast ja jetzt schon beschissen. Ja, aber wer kann denn auch erwarten, dass ich vom einen zum anderen Tag ein redlicher Bürger werde? Ich dachte, du kommst jetzt mit. Technisch gesehen war es ja in meiner Arbeitszeit, das Comlink wegzuschließen, weil es ja noch Teil meiner Einführung war. Nö. Nicht mal rausreden kann sich, also die ist wirklich nicht fähig. Stimmt. Die muss sich ja sonst nicht mehr rausreden. Das Schöne ist ja, man sieht ja sogar, dass ich während der Zeit, wo ich Pause mache, gearbeitet habe, quasi. Ich könnte mich also quasi. Ne? Das glaube ich nicht. Ich vermute, dass das. Ja, das ist. Das wirst du gleich noch sehen. So nämlich. ja. Ihr habt gesagt, ihr wollt stalken. Was wollt ihr denn stalken? Ihr habt die Arbeitslogs, da könnt ihr genau nachvollziehen, welche Arbeitsschritte sie gemacht haben, die Kundengespräche geführt haben. Da könnt ihr euch die Kundengespräche anhören. Ihr könnt die medizinischen Unterlagen sichten, die finanziellen Unterlagen sichten. Und sollten sie während der Arbeitszeit die Fehlermeldungen oft hier noch weggedrückt haben, könnt ihr auch sehen, was sie nebenbei so gemacht haben. Das größte Problem an der ganzen Sache ist jetzt, dass mich Kameras überwachen und ich mir keine Notizen machen kann. Und manchmal wäre das gar nicht schlecht, sich irgendwo Notizen machen zu können. Okay. Würfel mal Logik und Logik. Minus Staffer-Check. Du kannst ihn ja. Ja, aber trotzdem kann ich dir nirgendwo hin transferieren. Deswegen kommt ja jetzt dieser Wurf. Meinst du, ich kann da einen Datenchip einlegen? Nö. Das war jetzt Logik, oder was? Logik Doppelte. Und Logik. Naja.
Ich dachte, du hast ja extra ein anderes Comlink mitgenommen, was du versteckt am Körper hast und das über das Skinlink mit deinen Drohnen kommuniziert, sodass du dann auch eine andere AR aufmachen kannst, nämlich, oder nicht mal ein AR, sondern dass das Comlink ohne Wi-Fi einfach bedienen kannst? Nö, so klug war ich am ersten Tag nicht, aber am zweiten. Dann kannst du dir heute keine Notizen machen. Ich hoffe, du hast ein gutes Gedächtnis. Ja. War den fotografischen? Jo. Das wäre hilfreich, nicht wahr? Was wollt ihr denn nur stalken? Ach ja, das erfahren wir in der nächsten Folge. Fällt mir gerade so auf. Oh. Der Kreis schließt sich, am Ende sind Gaban und Jojo wieder in irgendeinem Büro-Dings und geben sich als Mitarbeiter aus, wie im Tech Tower. Das war ja auch Gaban und Jojo, ich erinnere mich genau. So war das damals, das war schön. Gaban, der alte Brummlibär. Lecker. Ja. Der Run war von mir recht einfach konzipiert, damit ich viel Zeit habe, die Leute zu nerven mit den Mitarbeitern. Ne? Also gerade Nina. Ich weiß nicht genau, ob die jetzt schon war oder ob die noch kommt. Ich denke, sie war schon. Vielleicht. Wenn nicht Nina ist. Nina ist, glaube ich, eine Jute. Auch wenn Gaban bei ihr natürlich wieder mal versäumt. Naja, das ist halt Gaban. Was soll man machen? Bis zum nächsten Mal, kleinen Malzbierplätzchen.